Das, liebe Modellbahnfreunde, sind die Neuheiten von Brekina. Die Standortbestimmung ist gemacht. Wir sind bei Brekina. Neben mir sitzt Matthias Frank und wird natürlich die Neuheiten mir gleich präsentieren. Besonderheit ist ja dieser Katalog. Ja, erstmal herzlich willkommen bei Brekina. Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit haben, unsere Modelle hier auf diesem Wege vorzustellen. Es ist richtig, der Katalog ist eine kleine Besonderheit. Wir haben in diesem Jahr einen Comiczeichner engagiert. Er sollte eine typische Ausstellungshalle von einer Fahrzeugschau aus den 50er Jahren nachzeichnen und sollte in diese Zeichnung eben unsere Neuheiten unterbringen. Und es ist uns gelungen, gefällt nicht nur uns selbst, auch viele Sammler rufen an und sagen uns, wie schön sie unseren Katalog in diesem Jahr finden. Und es ist ja nicht nur der Katalog, sondern auch die abgebildeten Fahrzeuge drauf, die ja in diesem Bereich dieser Jahre angesiedelt sind. Das ist ja das Bekannte oder das Schöne dabei. Und wir haben uns entschlossen, mal die Highlights, die hier vorne als Fahrzeugausstellung sind, zu beschreiben. Wir fangen eigentlich mit dem ersten Fahrzeug hier unten an, ist der Büssing 1600. Ja, da muss ich ein bisschen korrigieren, es ist der Büssing 16.000. Stimmt, die Null habe ich vergessen. Wir sind nicht kleinlich. Der Büssing 16.000 ist aus einem April-Scherz entstanden. Die Büssing-Reihe endete damals beim Büssing 12.000 und wir hatten, wie in den Vorjahren auch, uns einen April-Scherz überlegt und ließen am 1. April 2017 den Büssing 16.000 auferstehen. Wir haben dann eine schöne Geschichte erfunden. Wir haben darüber berichtet, wie Brekina-Mitarbeiter auf einer China-Reise beim Lieferantenbesuch den einzigen Prototyp aufgetrieben hatten. Und der war mittlerweile bestückt mit zwei riesigen Reiskochern. Und so haben wir es auch unseren Sammlern dargestellt. Wir bekamen viele Zuschriften zu unserem April-Scherz. Viele fanden den einfach nur lustig. Sehr viele haben uns auch dann sofort gemeldet, hey, macht doch das Modell. Das wäre unser Traumlaster gewesen in den 50er Jahren. Schade, dass es ihn nicht als Vorbild gegeben hat. Lasst ihn doch wenigstens als Modell auferstehen. Jetzt weiß ich erstmal, warum ich diese Fahrzeuge so möge. 50er Jahre, danke, das war das Stichwort. Als zweite Neuheit der BMW 326, der ähnelt ja ein bisschen das, was in Eisenach gebaut worden ist. Ja, das ist richtig. Der ähnelt nicht nur dem, was in Eisenach gebaut worden ist. Der BMW 326 ist in Eisenach gebaut worden. Und zwar im BMW-Werk vom Krieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg in der russischen Besatzungszone damals hat man sich dazu durchgerungen, aus den alten kapitalistischen BMW-Formen eben ein eigenes Fahrzeug zu machen. Und daraus ist dann nach dem Krieg der EME entstanden. Das war dann dieser berühmte Markenstreit, den es dann richtig gegeben hat. Genau. Als sehr schöne Neuheit, finde ich jedenfalls persönlich, wahrscheinlich die Modellbahner auch, sind die Feuerwehrserie mit dem Mercedes-Benz Rundhauber, der DLK 30. Ist ja wirklich ein ganz tolles Modell. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Wir bieten das Fahrzeug schon seit 2 Wochen an. Die ersten sind schon ausgeliefert. Wir bekommen nur positive Zuschriften dazu, ein wirklich positives Feedback über das Fahrzeug. Es ist voll funktionsfähig, ich kann fast schon sagen bespielbar. Die vorbildgetreue 30 Meter Leiter ist voll ausziehbar, funktioniert mechanisch einwandfrei. Den Korb, der ist umsteckbar. Er kann im Fahrzustand, wird an einer anderen Stelle eingehängt, wie eben dann auf der Modellbahn im Löscheinsatz. Es ist voll durchdacht, das Modell, merken unsere Kunden natürlich und es wird bestens bestellt. Also voll bespielbar. Also ich würde ihn lieber in der Vitrine sehen. Die sehen so toll aus und so filigran, dass man ja fast niemanden ranlassen möchte, würde ich sagen. Die nächste Neuheit, Fiat Baffo. Das ist natürlich, die Italiener haben immer so besondere Namen erfunden. Was heißt eigentlich Baffo? Also Baffo ist das italienische Wort für Schnurrbart. Das ist gar nicht. Ja, aber ein Baffo ist ein Oberlippenbart und erinnerte, oder das Design des Fahrzeuges mit einer Chromlinie quer über den Grill, erinnerte eben stark an einen Oberlippenbart und der Fiat
690 ist eine ganz nüchterne Zahl und die emotionalen Italiener haben ihm dann den Spitznamen Baffo gegeben. Na bloß gut, sonst würde man wahrscheinlich Fiat und die Nummer sagen, sondern Fiat Baffo klingt doch gleich klingt besser. Deutlich besser, ja. Spitzname vom Fahrzeug war übrigens Fiat Mille Piedi. Mille Piedi heißt auf Deutsch Tausendfüßler. Mhm. Das Fahrzeug hatte mit Anhänger 8 Achsen und war eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Achsen, deswegen der Spitzname Mille Piedi. Ja, dann als nächstes einen wunderschönen Reisebus, ein Neoplan. Das ist richtig. Neoplan ist noch überhaupt nicht vertreten im 1-87er Modellbusbereich. Und wir haben uns da entschieden, den zu machen. Auch weil einfach viele Sammler uns darum gebeten hatten. Wir haben unheimlich schöne Vorbildfotos zugesandt bekommen, die wir Stück für Stück umsetzen. Es ist ein Fahrzeug, was man später mit einer Alubeplankung nachbilden kann. Man kann ein Schweizer Fahrzeug draus machen, weil er in der Schweiz sehr verbreitet war. In der Schweiz war es sogar ein Postbus. Es ist ein unheimlich vielfältiges Fahrzeug und jeder kennt ihn und war an für sich ein Muss. Stand schon lange auf unserer Wunschliste und haben uns jetzt dazu entschlossen, den im Laufe des Jahres rauszubringen. Weil Sie gerade sagten, wegen diesen Farbvarianten, kommen die dann alle noch so, wie Sie das jetzt aufgezählt haben, oder bleibt das bei der Farbvariante? Nee, also Stück für Stück kommen alle Farbvarianten. Wie gesagt, mit Alubeplankung. Ist ein Bus Ende 60er, Anfang 70er Jahre, lässt auch viele Farbvarianten zu. Da hat man gerade gewechselt von den relativ Ton-in-Ton-Schemen der 60er Jahre zu den bunten 70er Jahren. Also lassen Sie sich überraschen. Da kommt noch einiges. Dann gibt es ja noch einen wunderschönen Kleinlaster, so ein, ich würde sagen, sieht aus fast wie ein Barkaster, Fiat 238. Ja, ist richtig, hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Barkas. Ist ein italienischer Lieferwagen aus den 70er Jahren, der auch hier in Deutschland sehr verbreitet war. War ein sehr kostengünstiges Fahrzeug, wurde auch im Ambulanzbereich in Deutschland eingesetzt, weil er eben günstig zu erwerben war. Und da haben wir uns einen kleinen Scherz erlaubt. Das Fahrzeug stammt aus einer Zeit, als man sagte, da rostete Fiat schon im Prospekt. Wir haben auch hier auf dem Titelbild 2-3 Rostflecken schon am Radlauf eingezeichnet. Ist ein Scherz. Heute rostet ein Fiat auch nicht mehr als andere Fahrzeuge. Was heißt denn eigentlich Fiat abgekürzt? Oh, da, das heißt Fiat Italiano Automobilio Torino. Das war jetzt falsch. Das heißt abgekürzt Feuer in allen Töpfen. Ja. Okay, die Motoren waren ja eigentlich ganz gut bei diesen Fahrzeugen. Jetzt kommen wir zu einem Männertraum, den Porsche 917. Ja, ich dachte, Sie meinen jetzt mit Männertraum die beiden Models, die auf dem Prospekt den Moment, Porsche ich muss flankieren. Gucken. Oh, die habe ich übersehen. Oh, das ist natürlich. Das kann man ja fast nicht übersehen. Nee, kann man. Ja, ist richtig. Also ich habe da nicht so richtig hingeguckt, aber wenn man so, ja, ist okay. Also, Porsche. Also zurück zu den motorisierten Männerträumen. Aber die Models davor sind nicht schlecht, wenn ich das mal so richtig sehe. Ist richtig. Ja, den Porsche 917 haben wir schon einige Jahre im Programm als Version von 1970. Wir wollten jetzt einfach das Motorsportthema noch ein bisschen wiederbeleben und haben dann die 1971er Version nachgeschoben mit den großen seitlichen Flossen. Es ist genau das Fahrzeug, was 1971 in Le Mans das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, in der berühmten Martini-Lackierung. Dann gibt es noch ein weiteres Fahrzeug, was hier so ein bisschen abgedeckt ist. Ich nehme an, das wird als gerade vorgestellt. Es steht DAF 750 drüber. Das ist ja auch ein Klassiker eigentlich. Genau, das ist dargestellt wie auf dem Automobilsalon. Das Auto, die Neuheit, ist verhüllt. Und bei uns auf dem Titel sind eben zwei wunderwitzige Messebesucher, die eben die Plane lüpfen. Und man sieht schon die neue Front, genau wie bei uns am DAF. Wir hatten im letzten Jahr die Urversion des DAF 600 und haben jetzt DAF 750, das sogenannte DAFodil, mit ordentlich Chromschmuck um den Kühler in 2-3 neuen Farben. Auch die holländische Polizei, die Politie, hat das Fahrzeug gefahren. Die Version haben wir natürlich auch im Programm. Na, das denke ich mal, ist ja sicherlich dann auch ein Hingucker an das schönes Fahrzeug. Dann gibt es noch eine Reihe. Wir können natürlich nicht alles bringen, aber zumindest eine ganze Reihe von Abschleppwagen. Was sind das alles für Fahrzeuge?
Ja, wir waren der Meinung, ein richtig schöner Abschleppwagen fehlt in Epoche 3 und hatten dann einen Einsatz gemacht, der auf viele Fahrzeuge passt. Das ist eine variable Bodenplatte mit einem Kranaufbau und die Bodenplatte kann dann eben vom Maß her angepasst werden an sehr viele Grundmodelle, Land Rover, Opel Blitz, unser Unimog, der Dodge aus den USA. Und wir haben 4 Fahrzeuge hier, können wir uns gerne angucken. Die Fahrzeuge sind auch sehr hübsch, aber jetzt kommt was, was wiederum viele Fans der alten Icarus Omnibusse das Herz höher schlagen lässt. Leider haben wir sie nicht als Modell hier. Es ist jetzt alles live und in Farbe. Ich nehme mir mal diesen Prospekt hoch, wird mal ziemlich gerade. Und zwar, liebe Modellbahnfreunde und liebe Sammler von Omnibus-Modellen, der Icarus 255. Leider Gottes nicht da. Ich hätte ihn gerne gesehen, aber ein wunderschönes Fahrzeug eigentlich. Ja, richtig. Wie Sie schon sagen, es ist alles live und zwar live und in Farbe. Sie sehen im Prospekt bereits die 3 Farbvarianten, die als Startauflage geplant sind. Wir haben uns für das Fahrzeug entschieden. Die Bemaßungen, die Zeichnungen laufen gerade. Wir rechnen damit, dass er Oktober, November, Dezember gegen Ende des Jahres fertig und auslieferbereit sein wird, eben in diesen 3 abgebildeten Farben. Das geht aber fix. Also ich meine, noch ist er ja im Prospekt, als Bild zu sehen, das ihr im Oktober schon habt, das finde ich gut. Also da wird sicherlich auch sehr viele Freunde finden. Ich denke, das weiß ich schon, dass da ganz, ganz viele drauf warten. Ja, apropos Bus. Vorher hat man ein Handmuster gesehen vom Büssing. Was macht der ja? Ja, das ist richtig. Wir hatten im letzten Jahr sehr viele Neuheiten vorgestellt. Wir sind auch sehr stolz, dass wir bis auf eine Neuheit alle noch ausliefern konnten im Jahr, wie angekündigt. Bei einem gab es ein bisschen Verzögerung. Das ist, wie Sie ansprachen, der Büssing 12.000. Da hatten wir letztes Jahr erste Bauteile schon hier zum Zeigen. Jetzt haben wir ihn hier in der Vitrine stehen, komplett fertig lackiert in der endgültigen Fassung. Bereits mit den Metallanbauteilen, die die Einstiegshaltegriffe darstellen und ist fix und fertig. Genauso wie er hier steht, wird er ab April ausgeliefert. Tja, was soll ich sagen, liebe Modellbahnfreunde? Wir könnten jetzt noch stundenlang den ganzen Katalog hier durchblättern. Man sieht auch unter den Bussen noch die H3A bzw. S4000. Was ist das? H3A. Feuerwehren. Also es gibt noch ganz, ganz viel zu sehen. Dieser Katalog gibt es denn auch im Internet zum Durchblättern? Den Katalog gibt es auch im Internet zum Durchblättern. Aber die bessere Variante ist immer, man geht zum Händler und holt sich einfach einen Katalog. Kostet nichts. Wir haben zigtausend Kataloge gedruckt. Jeder Händler kann die nachbestellen. Gehen Sie zum Händler, holen den Katalog. Es macht wirklich Spaß, den durchzublättern. Ja, und nehmen Sie gleich ein großes Portemonnaie mit. Es gibt ganz, ganz tolle Fahrzeuge. Also ich habe mir da schon ein bisschen was ausgesucht. Ich denke, das wird werden. Ja, lieber Matthias Frank, vielen Dank für die kurze, knappe Ausführung. Wie gesagt, im Katalog gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Auch noch andere Fahrzeuge, verschiedene Farbvarianten. Ja, und dann wünsche ich für die Messe viel Erfolg und weiterhin ganz tolle Ideen. Vielen Dank, Herr Budig. Gib den Dank zurück. Freut mich, wie gesagt, dass Sie uns wieder besucht haben, dass wir hier die Chance hatten, unsere Fahrzeuge vorzustellen. Und im Kopf spuckt schon einiges fürs nächste Jahr. Ich werde Sie rechtzeitig informieren und auf dem Laufenden halten, was ich für nächstes Jahr schon tun werde. Da freuen wir uns natürlich. Danke. Schönen Messebesuch noch. Danke.